Yo, meine lieben Freunde, und damit willkommen zurück zu einer neuen Episode der Tipps und Tricks in Dragon Ball Xenoverse 2. Heute werde ich euch eine Methode vorstellen bzw. zeigen, mit der ihr extrem schnell leveln könnt, also euren Charakter hochleveln könnt. Und da macht ihr ungefähr in 20 bis 30 Sekunden 40.000 XP, was ja auf jeden Fall eine Menge ist. Und ihr müsst dafür eigentlich nur zwei Sachen voraussetzen. Zuallererst benötigt ihr die Parallelquest 83. Falls ihr diese Parallelquest noch nicht haben solltet, spielt auf jeden Fall die Story weiter. Und wenn ihr nur die PQ 80 oder 81 habt, spielt dann die PQ 81, geht dann weiter auf 82 und dann 83 müsst ihr danach freischalten. Und ja, ihr braucht auf jeden Fall die PQ 83 und noch eine spezielle Superseele, die ist ganz wichtig. Denn diese Superseele verdoppelt eben euren XP, beziehungsweise ihr erhaltet einen XP-Bonus. Und diese Superseele hört auf den Namen 40 Tonnen schwer. Und um diese Superseele zu finden, müsst ihr einfach mit Leuten in der Stadt reden. Also in Content City gibt es ja irgendwelche NPCs, bei denen immer so ein rotes Fragezeichen über dem Kopf ist. Mit denen müsst ihr reden und einer dieser Personen wird euch diese Superseele schenken. Also wie gesagt, ich kann es jedem nur empfehlen. Redet immer mit diesen Leuten, bei denen ein Fragezeichen ist, denn da kriegt ihr meistens irgendwelche Sachen geschenkt. Und vielleicht habt ihr ja die Superseele schon. Falls nicht, dann tut einfach in der nächsten Zeit mit irgendwelchen Leuten reden, die immer so ein Fragezeichen über dem Kopf haben, denn dadurch kriegt ihr sie geschenkt. Und wenn ihr beide dieser Bedingungen erfüllt habt, rüstet ihr auf jeden Fall euren Charakter mit dieser Superseele aus. Dann startet ihr die PQ 83 und in dieser PQ müsst ihr eben nur 3 Dragon Balls einsammeln. Natürlich könnt ihr auch gegen Broly kämpfen und das Ganze fortführen, das würde aber auch etwas dauern. Deshalb Leute, schnappt euch einfach so schnell wie möglich alle 3 Dragon Balls, bringt die zurück zum Raumschiff und dann ist die PQ schon zu Ende und es dauert wirklich maximal 30 Sekunden, vielleicht eine Minute, ich weiß nicht wie langsam ihr fliegt, aber es geht wirklich extrem schnell und dann erhaltet ihr circa 20.000 XP und durch eure Superseele kriegt ihr einen Bonus und das Ganze wird dann verdoppelt und ihr kriegt bis zu 40.000 XP und dieser Trick geht wirklich extrem schnell und somit levelt ihr euren Charakter im Nu auf das Maximallevel, was aktuell sich auf 80 befindet. Aber ich denke, irgendwann wird es auch wie bei Xenoverse 1 ein Update geben, wodurch man eben höher leveln kann. Mal schauen. Und ja Leute, im Grunde genommen war es das dann eben auch schon von diesem Trick. Wie gesagt, es geht extrem schnell und ihr erhaltet eine Menge XP. Und was ich eben noch ergänzen wollte, ist eben, dass ihr das Ganze mit eurem eigenen Charakter machen müsst, denn dort habt ihr eure Superseele ausgerüstet. Und falls ihr jetzt eben mit einem anderen Charakter spielen solltet, würdet ihr diesen XP-Bonus nicht erhalten. Und ja Leute, das war's auf jeden Fall von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst doch gerne eine positive Bewertung da oder teilt das ganze Video. Beziehungsweise schreibt eure Meinung dazu auch gerne in die Kommentare. Das war's auf jeden Fall von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer MouthToxy. Ciao.